Moin Moin, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ziemlich einfach und auch schnell an Rubine rankommt. Wie ihr oben rechts schon sehen könnt, habe ich schon einiges erfarmt und ja, das geht halt wie gesagt recht einfach. Das Ganze geht nämlich hier bei dem Floßverleih, da kann man zwei Minispiele machen. Man erreicht das, wenn man von diesem Teleporter aus einfach über diesen Fluss hier mit dem Enterhaken geht. Also den Enterhaken müsst ihr auf jeden Fall haben dafür und ja, dann könnt ihr hier bei dem Floßverleih zwei Minispiele machen und beide können eigentlich recht gut Geld abwerfen. Aber es gibt eine Sache, die wesentlich angenehmer und auch schneller geht, nämlich die Schnellschellen, Schnappschellen. Da müsst ihr halt immer Rupees einsammeln beim Durchfahren, das dauert ein bisschen länger. Schnellschellen geht, wie der Name auch schon irgendwo sagt, viel schneller und wenn ihr die richtige Route habt und auch optimiert habt, geht das echt einfach. Ich zeige euch auch jetzt genau, welche Route ihr gehen müsst, damit ihr sehr einfach 300 Rubine jedes Mal kriegen könnt. Sehr wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall immer den Enterhaken nutzt, denn damit geht das wesentlich schneller. Ohne werdet ihr das nämlich nicht schaffen auf die Zeit. Ihr müsst nämlich unter 30 Sekunden da ankommen, damit ihr 300 Rubine von ihm bekommt. Das Ganze geht aber erst, nachdem ihr alle Sachen, die man von ihm bekommen kann, halt gekriegt habt. Wenn ihr das erste Mal schafft, unter 30 Sekunden zu kommen, könntet ihr ein Dungeon-Item bekommen und kriegt dann 100 Rupees drauf. Geht ihr dann aber nochmal dahin, dann wieder unter 30 Sekunden am Ende, dann kriegt ihr immer, wie man jetzt hier gerade sieht, immer wieder 300 Rubine. Und das könnt ihr halt immer und immer wieder machen. Er fragt euch danach nochmal ab, dann einfach wieder auf Schnellschellen gehen und das Ganze halt nochmal machen. Und so, wie gesagt, ist es sehr einfach, immer wieder 300 Rubine abzufahren. Ja, das war eigentlich schon alles. Wie gesagt, ihr habt das ja gesehen, wie ich da den Gang abgelaufen bin. Versucht euch diese Art oder diese Route so gesehen zu merken. Beim Anfang kann es natürlich sein, dass es ein bisschen, ja, vielleicht noch hakelig abläuft. Aber habt ihr das einmal drin, geht das ziemlich einfach, immer wieder unter 30 Sekunden am Ziel zu sein und kriegt dadurch auch sehr, sehr schnell dann Rubine gefarmt. Und wie ich auch noch sagte, ihr müsst erstmal die anderen Sachen erspielt haben von ihm. Das sind, glaube ich, zwei oder drei Sachen sogar. Habt ihr die alle erspielt, dann kriegt ihr danach, immer wenn ihr unter 30 Sekunden ankommt, 300 Rubine. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und falls ihr Bock habt, mal auf einen Livestream bei mir, dann hier ist einmal irgendwo gerade wieder der Link. Und in der Beschreibung ist ebenfalls der Link zu meinem Twitch-Kanal. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann.